kann sich noch alles ändern. Oh, verzeih, 18 Punkte. Die Hoppetosse liegt doch mit 4 Punkten vorne, sie hat 18 Punkte. Und wir werden sehen, wie gut die Hoppetosse nicht nur den Inhalt der Bücher und die ersten Sätze, sondern auch die Cover von bekannten Kinderbüchern kennt, denn wir spielen jetzt Coverraten. Das funktioniert so, dass ihr gleich einen schwarzen Bildschirm seht, auf dem plötzlich ein kleines Puzzlestück erscheint vom Cover eines bekannten Kinderbuches. Und dann erscheint noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück. Und sobald ihr das Cover erratet, macht ihr Lärm. Wir fangen wieder mit einem Beispiel an, weil es so schön ist. Ja, 5 Freunde ist richtig. Punkte gibt es leider noch nicht, aber ich glaube, jetzt haben alle das Spiel verstanden und deswegen fangen wir übergangslos an mit dem ersten tatsächlichen Buch. Ich kann nicht. Ja, das ging schnell. Nein. Wie heißt denn das? Ihr wisst es nicht. Nein. Dann fürchte ich, seid ihr gesperrt, bis die Familie Schütze einen Fehler gemacht hätte. Oh. Das sind natürlich die Briefe von Felix. Ein Punkt für Team Hoppetosse 9¾. Das Cover sieht so aus und wir machen einfach weiter. Cool. Die kleine Hexe. Die kleine Hexe ist richtig. Wir führen. Lass uns doch. Schneller. Nicht zuvor. Eine. Team 221 mit Baker Street holt ein bisschen auf. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Mit dem nächsten Cover. Ich glaube, die Hoppetosse war zuerst. Welches Buch ist das denn? Das ist Michel. Michel ist leider falsch. Dann hätte die Familie Davids mal ihre Chance. Alle Blumenquiz ist richtig und damit ein weiterer Punkt. Es wird ganz knapp zum Ende hin, denn jetzt kann man sogar 2 Punkte pro Buch verdienen. Wir fangen an. Vorsichtiges Leuchten. Welches Buch ist das? Pinocchio. Das ist Pinocchio, das stimmt. Und das sind weitere 2 Punkte für Team Hoppetosse 9¾. Aber ich glaube, wenn ich mir das so angucke, ist noch nicht alles verloren. Ich bitte um das nächste Buch. Wer kann es erraten? Ja, Familie Davidsmeier. Sternenschweif ist richtig. 2 Punkte für euch. Und wie ich mir das so angucke, würde ich an eurer Stelle versuchen, das nächste Buch auch noch zu gewinnen. Wir werden sehen, wie es dann aussieht. Oh, das war ein frühes Läuten. Was glaubt ihr, ist das Buch? Das Dschungelbuch? Das Dschungelbuch ist richtig. 3 letzte Punkte für das Team 221B Baker Street. Und es wird spannend. Ich mag gar nicht hinsehen. Ich gehe kurz aus dem Bild und Nike verkündet das Ergebnis. Man muss ja nur zählen. Kann ich beim Wiederaufbauen leicht zählen. Das ist praktisch. Es geht um diese prachtvolle Krone. Die bin ich verbekommen. Doch, irgendwann. Mental. Ihr dürft sie euch vorstellen. Und ihr dürft euch den Blitz an dieser Steine erfreuen. Die Spannung steigt. Bis dahin natürlich, jetzt wo wir hier leider schon zu Ende gekommen sind, kann ich Sie noch einmal, oder euch einem noch einmal alle daran erinnern, dass diese Aktion von unserer Aktion Jedes Kind braucht Bücher präsentiert wurde. Also, wenn Sie
durch all diese literaturliebenden Familien davon überzeugt wurden, ein Büchergutschein von 15 Euro zu spenden, dann sagen wir nicht nein und wir hören auch, was nie gesagt. Ein ganz, ganz knappes Ergebnis hier bei der Baker Street 221b, 20 Punkte und bei der Hoppetosse 9¾. 21 Punkte. Oh. Ein Applaus dafür. Ich habe die Ehre, Familie Schütze aka dem Team Hoppetosse 9¾ unsere wunderschöne metaphorische Krone zu verleihen. Es war eine große Freude, dass ihr alle mitgemacht habt. Ich habe mich gefreut, dass es so knapp ausgegangen ist, wie wir uns am Anfang gedacht haben. Und ja, ich wünsche ein schönes Weihnachtsfest, eine schöne Adventszeit und danke fürs Mitmachen. Vielen Dank, es hat riesen Spaß gemacht. Mir auch.